Sehr geehrte türkische Gäste, die Aufklärung des gescheiterten Putsches, die ohne Zweifel notwendig ist, dient in der Türkei immer mehr als Rechtfertigung, Rechtsstaatlichkeit, Gewaltenteilung, Meinungsfreiheit und Menschenrechte zu begraben. Zehntausende Männer und Frauen, Lehrer, Richter, Rechtsanwälte, Akademiker, Oppositionspolitiker, Bürgermeister, Soldaten, Menschenrechtler und auch Hunderte kleiner Kinder sind seit Monaten und Jahren in der Türkei im Gefängnis. Es sind in der Türkei mehr Journalisten eingesperrt als in jedem anderen Land. Mehmet Altan und Sahin Alpay bleiben eingekerkert, obwohl das Verfassungsgericht ihre Haft als unrechtmäßig geurteilt hat. Ähnlich geht es dem Vorsitzenden der Amnesty-Gruppe in der Türkei, Taner Kılıç, und die Fälle von Deniz Yücel oder meiner Freunde Ahmet Şık, Osman Kavala und Selahattin Demirtaş zeigen, dass der internationale Druck zur Rechtsstaatlichkeit zurückzukehren bisher scheitert. Ich möchte deshalb hier dringend appellieren, dass der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte endlich und ohne weitere peinliche Verzögerung diese Fälle von Unrecht verhandelt und entscheidet. Denke ich an die Türkei, bin ich oft zornig, aber auch traurig. Es ist furchtbar zu sehen, wie so viel demokratischer Geist, so viel Zukunft für das Land verschwindet hinter Gefängnismauern. Denke ich an Afrin, muss ich Ihnen sagen, erfasst mich pure Angst. Das, was in Afrin und in Idlib passiert, das sind wieder Verbrechen an der Menschlichkeit. Das verstößt in Afrin gegen das Völkerrecht. Es droht, die größte Region in eine neue Eskalation geschoben zu werden von Despoten. Und Herr Hahn und Frau Mogherini haben die schwierige Aufgabe, von hier aus mitzunehmen, dass wir Sie bitten, einen neuen Flächenbrand in dieser Region anzuhalten. Denn das ist es, was ich fürchte, dass aus Afrin ein Flächenbrand wird. Und ich appelliere auch, diese Botschaft in die Türkei zurückzutragen. Die Türkei war lange stabil und auf einem guten Weg. Auch die Türkei, das ist meine große Angst, kann in diesen Flächenbrand hineingezogen werden. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.